I am the lucid dream. The monster in your nightmares. The fiend of a thousand faces. Cower before my true form. Bow down before the god of death. Madness will consume you. Yogg-Saron ist einer der alten Götter Azeroths. Zusammen mit K'Fu'n, N'Zoth und Yar-Sharash herrschte er über den Planeten zur Zeit des Schwarzen Imperiums. Die Titanen versuchten Azeroth von der Herrschaft der alten Götter zu befreien. Allerdings war ihre Korruption bereits zu weit fortgeschritten. Sie rissen Yar-Sharash aus dem Planeten und töteten ihn und sperrten die anderen alten Götter ein. Yogg-Saron wurde im hohen Norden, in jenem Gebiet, welches später als Northrend bekannt werden sollte, in den Tiefen der Titanenschmiede Ulduar eingesperrt. Ihm wurden 6 Wächter zugewiesen: Loken, Thorim, Hodir, Tyr, Nimiron und Freya. Obwohl er nun gefangen war, war Yogg-Saron nicht ohne Macht. Als Loken eine Affäre mit Sif, der Frau seines Bruders Thorim, hatte, drang Yogg-Saron in seine Gedanken ein. Sein Geflüster verstärkte Lokens Angst davor, Sif zu verlieren, und brachten ihn dazu, Sif aus Versehen zu töten. Loken fürchtete sich zu sehr, um Thorim die Wahrheit zu erzählen, also lenkte er die Schuld auf Arngrim, den König der Frostriesen. Daraufhin brach Krieg zwischen Thorim und den Frostriesen aus. Loken erschuf in Ulduar eine 3. Armee, mit welcher er den Krieg beendete. Doch auch hier hatte Yogg-Saron seine Finger im Spiel. Er hatte die Schmieden Ulduars mit dem Fluch des Fleisches belegt, welcher alle Titankonstrukte langsam in Wesen aus Fleisch und Blut verwandeln sollte. So sollten im Laufe der Jahrtausende die Gnome, Menschen, Zwerge und viele andere Wesen entstehen. Nach dem Krieg zog sich Thorim in den Tempel der Stürme zurück und überließ Ulduar damit quasi Loken. Loken fürchtete sich vor dem Tag, an dem Algalon oder das Pantheon der Titanen von seinen Taten erfahren würden, und griff deshalb auf die Kräfte Yogg-Sarons zurück. Loken tötete Nimiron, auch wenn seine Seele in einem künstlichen Körper weiterleben sollte, und brachte Hodir und Freya unter die Kontrolle von Yogg-Saron. Anschließend verbannte er alle Titankonstrukte aus Ulduar und zog sich in seine Tiefen zurück. Yogg-Saron hatte nun die Kontrolle über Loken, Hodir und Freya. Allerdings war sie für viele tausend Jahre nicht stark genug, um sie zu viel zu zwingen. Der alte Gott konnte nichts anderes machen, als abzuwarten. Seine Chance kam, als Cho'Gall, der Anführer des Zwielichthammer-Clans, Ulduar infiltrierte und die Ketten Yogg-Sarons schwächte und damit seinen Einfluss auf die Wächter erhöhte. Er befahl Loken, eine neue Armee in den Schmieden Ulduars zu erschaffen. Diese Armee würde jedoch besiegt werden, als eine Gruppe Abenteurer zu seinem Gefängnis vordringt. Sie zerstörten seinen Körper, allerdings verbleibt seine Seele weiterhin in Ulduar gefangen. Obwohl sein Einfluss dadurch stark geschwächt wurde, kann sein Geflüster noch immer in ganz Northrend gehört werden. Eine weitere wichtige Tat des alten Gottes war die Erschaffung des smaragdgrünen Albtraums, als die Wurzeln von Mordrasil zu nah an sein Gefängnis heranwuchsen. Auch wenn die Druiden Vortrasil zerstörten, so war es zu spät, den Schaden rückgängig zu machen. In ganz Northrend verteilt findet man außerdem das Saronit-Erz, welches durch Yogg-Sarons Korruption entstanden ist. Der Lichtking baute aus diesem Erz die Eiskronen-Zitadelle und nutzte es für die Rüstungen und Waffen seiner untoten Horden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns damit beim nächsten Mal wieder, wenn es erneut in die Tiefen der Lore eines Universums hinabgeht.